Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir haben diese schöne Höhle hier beim letzten Mal ein bisschen weiter erkundet und sind auch ziemlich weit gekommen. Wir haben da vorne eine Pyramide entdeckt und mitbekommen, dass die lieben Leute von Trinity hier sich den Weg freisprengen, was natürlich nicht so geil ist. Und wir haben hier auch ein bisschen weitere Sachen kaputt gemacht und klettern hier auf diese Glocken rum, die sehr instabil sind. Deswegen hoffen wir einfach mal weiterhin, dass wir nicht abstürzen. Hat ja bis jetzt ganz gut geklappt eigentlich, aber wer weiß, wie das Ganze noch weiter ausgehen wird. So, einmal hoch hier. Und dann gucken wir mal. Wir müssen auch weiterhin aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Fallenseile sind. Oh, guck mal, hier liegt noch was. Gut, dass das noch angezeigt wurde gerade. Das hätte ich nämlich nicht gesehen. Wäre ich so schön dran vorbeigelaufen. Okay, hier kann man... Oh Gott, Lara. Oh Gott, es dreht sich einfach um. Ich drücke vorwärts und die rennt einfach nach rechts. Das wackelt doch hundertprozentig gleich, oder? Mann, nee. Blöden. Scheiß Dinger, ey. Ich hasse euch. Fledermäuse ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. So, einmal abseilen. Ich habe kurz vergessen, wie man sich abseilt. Ach, sehr schön. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Ja, super. Keine gute Idee. Was machst du denn? Was habe ich getan? Etwas ganz, ganz Schlimmes. Okay, Scheiße. Raus hier. Raus, Jonah, raus, 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 raus. Geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Och, Lara, was hast du denn getan? Warum tust du sowas? Schwache Wände, alles klar. Komm schon raus hier. Ich glaube, wir haben gerade die Welt kurz vor den Untergang geschubst. Gute Idee. Wirklich Bombe. Oh Mann. Ja, ich hab's gehört, okay? Ach du Scheiße. Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Rankenwandbewegung. Okay. Bewegen Sie sich mit Bewegungskasten okay an Rankenwänden, während Sie versteckt sind. Mit der Pumpe. Gut.
du schon fertig mit der Pumpe? Ja. Alles super. Kann ich die Pumpe irgendwie selber aktivieren oder so? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Wo muss ich denn hin? Wenn ich fragen darf? Ach, da oben hin. Ach so, ja gut. Hätte ich mir festdenken können. Steckst du im Aufzug fest? Ja. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Oh Gott, das wird jetzt lustig. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. So, weg hier. Bewachsene Wände. Beleben Sie in der Nähe vom überwucherten Gewänden, um getan zu bleiben. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist. Überlebensinstinkte Kampf. Drücken Sie Q, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. Rot markierte Feinde sind für andere sichtbar. Gelbe sind isoliert. Bereit machen. Das ist doch nett. Boah, das war eine gute Idee. Oh, Gottes Willen. Schnell hinterher. Inspektoren kommen. Bereit machen. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor den Zeiten. Wo sind die denn? Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Das glaube ich, sehe ich genauso. Warte, wie kann ich Flaschen auswählen? Ich habe es vergessen. Moment. Momentchen. Ich muss kurz rausfinden, wie man Flaschen auswählt. Nein, das war nicht, was ich suchte hier, Tastaturbelegung. Nächste Waffe. Ist das das, was ich brauche? Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Nein, ist es nicht. Okay. Dann, suchen wir mal weiter. Ja. Hat sie das überhaupt mitgenommen? Ne, eigentlich müsste sie das mitgenommen haben, oder? Jetzt. Nein, unfassbar. Warte. Ich hab die doch mitgenommen, da wäre ich jetzt doof. Ich geh noch mal hin und nehme noch mal eine mit. Nein, ich hatte keine mitgenommen. Okay. Dann erklärt sich das. Komm schon. Hä? Wo ist die hin? Falls Dominguez auf uns warten, alles klar, kommt, danke. Ist unangenehm. Coole Sache auf jeden Fall, liebes Spiel. Man kann also keine Flaschen mit in Verstecke nehmen. Hier funktioniert gar nichts. Inspektoren kommen. Bereit machen. Fast geladen. Vielleicht was. Ich gehe der Sache nach. Nein, gehst du nicht. Also du schon, aber der andere nicht. Komm schon, komm schon. Was suchst du? Komm her. Ich bin hier hinten. Wir leiden Verluste. Och, dein Serious. Stimmt, ich habe vergessen, dass dein Tod da ist. Oh, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Nein. Nein, nicht gucken. Nicht gucken, Jan. Haltet die Augen offen. Das war keine gute Idee, ich weiß. Aber ist egal. Ich sollte mal danach spiel einfach mal hier lang. Hi. Ja? Raster einleiten. Sie hat keine Chance. Hab ich. Ja, das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ja. Moment. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, hier, komm mal. Ups. Das hat ja nicht so gut geklappt. Uppala. Aber gut. Medikits. Medikits sind halt Medizin, um die Heilung zu unterstützen. Ja gut, mir geht ja ganz gut gerade. Das war ja erfolgreich. Ich habe leider vergessen, dass da unten der Typ rumliegt. Uppala. Naja. Hat ja auch so geklappt. Geht's hier noch irgendwo lang? Ich denke mal nicht, oder? Ich will, glaube ich, nicht durch den Haupteingang raus. Da vorne liegt noch Zeug. Was passiert noch? Du hast keine Privilegien mehr. Stoff. Das ist eine Spezialfeile. Okay. Wände hochklettern. Ja, gut, das kenne ich ja. Bin ich doof.
Darf ich hier hoch? Ja, sieht gut aus. Ich muss schnell sein. Oh, ja, witzig. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizei. Nein. Ah, bist du verrückt? Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Heilige Scheiße. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Ich check das mal. Komm her. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. So. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Wovon wen wird er damit gesehen? Wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager, das Signal lässt... Nein. Das fand ich so schlau. Alles gut. Jetzt geht doch nicht beide. Was wollt ihr denn jetzt beide da? Ach, ihr Bobs. Könnt ihr da bitte weggehen? Nichts. Ehrlich. Nein, du kommst nicht her. Ich wollte gerade sagen. So. Basislager, das Signal. Nein, ist bitte da stehen. Ist das denn serious? Basislager. Ja, der ist isoliert, aber ich komm nicht an ihn dran, weil er mich sieht. Inspektoren, oder? Nee, das sieht mich gar nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab doch mal voll getroffen. So. Das Signal lässt nach und rauscht. Puh, das war knapp. Puh, okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gerade, wie der gerade nicht getroffen hat, der erste Pfeil. Weil ich ihn ja mal sowas von getroffen habe, aber gut. Ist egal. Der andere hat ihn nicht bemerkt. Alles ist gut. Sieht besser als gerade eben. So. Sonst irgendwas hier? Ja, da liegt noch ein bisschen Zeug rum. Das ist sehr gut. Lara schleicht hier noch ein bisschen vor sich hin. Versuche auch so gut wie möglich lautlos zu sein. Das hat gerade eben nicht so gut geklappt, aber ich versuche es einfach so weit. Denn... Ja, ich habe keine Lust hier, die ganze Zeit irgendwelche Rumgeballer zu machen. Das ist auch nicht so. Ich glaube, nicht so die Intention des Spiels. Wie gesagt, sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen sie später noch tiefer rein. Gut. Wenn sie sich nicht vermeiden lässt, dann mache ich natürlich auch. Schau ich auch mal auf mein Gewehr oben und so, aber. Jetzt lasse ich es erstmal. Wo bleibt die Verstärkung? Na, nicht, du sollst auch runter. Ich will eigentlich. Na, warte mal. Was war wohl der Auslöser? Ne, da sehen die mich ja instant, wenn ich jetzt hingehe, oder? Obwohl, warte, ich kann einfach hier an die... Was jetzt? Und? Warten wir einfach ab? Ja, verdammt. Wir haben für sowas keine Zeit. Wir sollen die Mauer sichern. Das ist natürlich nicht so schlau. Ich habe eine Idee, obwohl... Vielleicht einfach mal eben... Ah, hi. Es wäre schön, wenn ihr euch umdrehen könntet. Das wäre wirklich Bombe. Leute. Okay, ich brauche irgendwas zum Ablenken. So gehen die da, glaube ich, nicht weg. Aber ich komme hier nicht hoch mit der Flasche, die lässt sie einfach fallen. Nicht verstecken. Sag mal, wollen die mich jetzt verarschen, als ob die jetzt die ganze Zeit da rumstehen? Warte, ich mache einfach so. Easy. Sichtung bestätigt. Es ist Croft. Angriff. Na super. Danke. Minges will sie lebend. Sie tötet unsere Leute. Scheiße. Verstanden. Wenn ihr das Affen im Hintergrund hört. Na toll. Ja, das zum Thema leise und so, ne? Na, jetzt geht doch in Luft. Und das zum Thema Dinges will sie lebend. Sterbt, ihr Idioten. Wie heilt man sich? Ich hab's vergessen. Moment.
Ich muss kurz gucken, wie man sich heilt. Maus und Tastatur. Tastaturbelegung. Heilen. Heilpflanze mit F1 ist das okay. Das mache ich wohl. So, sehr gut. Aua. Alter. Ja, komm, als ob ihr mich da von da aus trefft. Oh, tschüss. Ja, als ob die mich... Das ist ja unfassbar. So. Ja, ich weiß. Bin dabei. Sterbt, ihr Idioten. Ja, hoffentlich. Mann, ey. Weißt du, ich versuche leise vorzugehen und dann kommen die auf einmal alle von oben. Idioten. Aber gut. Hat ja geklappt. Ich finde es auch schön, wie ich halt einfach Sprinten drücke und sie erstmal wegschleicht. So liegt eine Bombe vor ihr und sie so, okay, ich gehe weg. So ganz langsam und entspannt. Bisschen Stoff, das kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Munition ist auch gut. Bisschen Leute looten ist immer gut. Uiuiui, ist ja direkt wieder hier Action. Ich meine, ich will immer gerne schleichen, aber so Schieß-Action ist auch immer ganz cool. Also krasse Schieß-Action, weil da kann man nicht so viel falsch machen. Muss ich nur verstecken und einfach auf alles ballern, was sich bewegt. Das ist ja auch kein Problem, auch wenn man da natürlich mehr Schaden einnimmt eigentlich. Dafür muss man nicht so vorsichtig sein. So. Das passt alles. Wunderbar. Dann geht's weiter. Sehr schön. Ich will nur kurz mal checken. Es war 3, ne? Oder ist es 2? Die. Es ist 3, alles klar. Nur falls es mal zum Kampf wieder kommt. Offensiven Kampf. Da ist sie! Aua. Stopp! Tut dir nichts. Sehr freundlich. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck-Chill. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chill? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine du Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Ups.
Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ach Mann, was hast du getan? Ach du heilige Scheiße. Oh. Oh Gott, Hilfe, ich will nicht sterben. Da ist ein Auto. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Bitte helft mir. Hallo? Hilfe. Oh Gott, ich sehe nichts. Es ist einfach viel zu viel auf einmal. Oh, oh, okay. Okay, rechts. Und jetzt links. Und okay, jetzt, ja, okay, geradeaus anscheinend. Okay. Nein, halt dich da fest. Ja, nein, nein, nein. Warte, jetzt. Komm schon. Ja, 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 ja. Ach du meine. Dann. Oh, wow. Autsch. Wohin? Wohin? Ich weiß nicht, wohin. Ich schwimme einfach. Schneller schwimmen. Ja, ich bin dabei. Ich versuch's. Irgendwohin. Einfach nur nicht sterben. Einfach nur nicht sterben. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Hier, komm mal. Du kannst Luft holen. Oh Gott, ich werde sterben. oh Gott, ja, 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 ich versuch's. Oh, ich muss ja noch durch. Geil. Ja, hau auf. Hau einfach auf. Mach Tür auf. Na los, los. So, okay. Hoch. Ja, wo geht's denn hier raus? Das ist jetzt lustig. Ah, ich darf da rein. Okay, das ist gut. Ja, hau auf. Los. Bitte beeil dich, bitte. Ja, puh. Ja, das versuche ich. Aua. Nein, nicht schon wieder. Och, nee. Oh, oh. Rechts. Ja, geil, Kamera. Ich sehe viel. Links. Und jetzt hier irgendwo die Wände hochklettern. So, okay. Wohin? Da vorne, glaube ich. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Ja, das war natürlich nicht so schlau. Ich bin einfach runtergelaufen. Gut. Dass ich das nicht überlebe, dachte ich mir aber schon. Ich habe länger überlebt, als ich dachte. So, hier erstmal drauf. So, jetzt kurz warten, glaube ich. Oder? Ja, und jetzt sterbe ich. Okay, alles klar. Moment, ich verstehe es. Alles gut. Ich muss erstmal kurz sortieren. Ah, es ist zu viel. Moment, ich muss hier hin und dann darüber springen. Genau, und jetzt springe ich hier mit. Ja, das habe ich nicht dran gedacht, dass es sein könnte. So, renn, hoch da. Wie wäre es mit einer Laterne festhalten? Oder nicht so? Okay, ja. Oh Gott. So, hoch. Jetzt darüber. Ja, es ist halt echt die Laterne gewesen. Das ist aber unfassbar. Und ich sterbe einfach, weil, obwohl ich das Richtige mache. Ich glaub's aber nicht. Oh Gott. Okay. Und nach links. Na los. Nach links. Da ist es sicherer. Naja, sicher ist eine andere Sache, aber, ne? So. Und jetzt nach oben. Ja, alles gut. Das überlebe ich. Ich überlebe das. Ich glaub fest an mich. Nein. Nicht sterben. Alles wird gut. Oh mein Gott, da ist ein Kind.
Nein, 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 nicht, nein, nein! Ach du Scheiße, nein! Oh mein Gott! Was hast du getan, Lara? Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Ach du Scheiße. Amazonas, Peru. Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was.
Wirklich? Das ist es! Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kuwakiaku absetzen. Dann los. Gut, aber bevor wir hier weitermachen, nach diesem folgenschweren Fehler, ja, würde ich hier erstmal einen Cut machen und heilige Scheiße, was haben wir da angerichtet? Naja, wir sehen uns in einem weiteren Part wieder und hoffentlich können wir das noch irgendwie aufhalten. Ich sage, bis dann.